Ich bin jetzt bei Netto und muss noch Brot kaufen, shoppen, ein bisschen einholen noch für Feiertage, ein kleines bisschen. Seit 12 Feiertage was haben. Ein bisschen die Reste, was fehlt. So. Shoppen habe ich zweimal mitgenommen. Vollkornbrot, Toastbrot und das Brot auch dreimal. So, was brauchen wir noch? Schrippen dreimal. Oh, Fluch der Pfeffer, der schlaue Zettel macht alles. Einmal schrubben. So, die Butter und Zwiebeln. So, die sollen Platz machen. Ich komme jetzt. Wir sehen ja nicht sehr feierlich aus. Ah, alles zu klein. Hier, die hier. Butter. Butter. Viel Butter. Viermal. Ah, viermal Butter. Bitte. Drei. Vier. Hier reichen. So, Spreit habe ich auch. Muss ich noch knapper drei schon. Chips. Herzlich willkommen, zu Deutschland. Vlogmas. Zu Vlogmas Tag. Tag 21. Genau. Meine lieben Leute. Drei Tage noch. Drei Tage noch, da kommt der Weihnachtsmann. Oh, mit der Rute. Ja, oder den prall gefüllten Sack. Den krieg ich. Aber heute gibt es erstmal unseren doch überschaubaren Adventskalender. Und da du ja gestern dran warst. Ich habe auch das Licht angemacht. Da kannst du mein Gott dann aus wieder. Da ist meine 21. Ja, tschüss, brauchst nicht teilen. Doch. Ich hab sie. Und der Uwe? 22? 23? Oh, das wird doch mal höher. 22, kann weg.
Kannst gehen. Ich hab eine. Der Letzte macht das Licht aus. Ach, immer wieder schön. Nee. Doch. Huch, Kira, nicht runterfallen. Hallo. Meine Hübsche. Frau Kärchen kommt auch schon angeschlendert. Immer mit Ruhe, ne, mit Ruhe. Aber ich muss ja mal eins sagen, der Livestream gestern war so, so, so schön mit euch, wirklich. Also das schreit nach einer Wiederholung. Kira küsst Herrchen wieder. Ja, die Knutschbacke. Guck mal, hier. Ah, willst du mal schnuppern, was ich hier habe? Ich hab gar nichts. Das Schnuckerfach, wo auch Hundeleckerlis drin sind. Da hast du einen Taler. Geh auf den Markt. Kauf dir ein Kälbchen. Nee, ja. Kauf dir eine Kuh. Kälbchen ja, dazu. Kälbchen hat ein Schwänzchen. Kälbchen. Oh Gott, du. Entwickeln wir uns zurück? Bald ist nun Weihnachtszeit, fröhliche Zeit. Nun ist die Susi mit den Uwe nicht mehr so weit. Oh, weia. So. Müssen wir dich zu DSDS anmelden, Schatz? Der Uwe, ihr seht ihn da gerade hinten stehen. Und dann seht ihr auch unsere Ranken. Der Uwe hat versucht, die nochmal zu retten. Na, mal gucken, ob er Erfolg hat. Weil wir haben ja aus unserer tollen Community super Tipps gekriegt, ne? Und die werden alle ausprobiert. Ja. Danke dafür. So, mein Schatz, fängst du an oder fange ich an? Ich habe das Licht ausgemacht, ich habe Zeit. Ich bin ja noch unterwegs. Komm her, du kannst anfangen. Bist du irgendwie beleidigt, Uwe? Nein. Na gut, dann lasse ich dich morgen gewinnen. Nö. Ich kann mich wegschmeißen. Wie kann man doch immer so beleidigt sein? Ich da ja nicht. Nein? Nein. Dann pack aus. Duplo. Ja. Aber du klebst das immer so fest. Ja, das muss ja halten. Das hält doch so. Ein Attentat. So, was glaubst du, was drin ist heute? Was zu essen. Was denn? Bonbons. Bonbons? Bisschen ja. Klein, oder, für Bonbons? Du hast die anderen hoch, die waren größer als unser Drückt. Die waren größer, ja. Ich hab doch kleine Bonbons, Schnecke. Ja. Nee. Naja, hier, Chongumi. Oh, lecker. So hast du die gekauft? Keine nimmt 7. Nein. Wie viel hast du? Was ist denn das? Nicht wie viel hast du, sondern was ist denn das? Bummi. Haribo. Bummi. Bummix. Bummix. Sind das Gespenster Bummix oder was? Bestimmt. Sieht so. Nee, Pferde. Und Hühner. Was? Das ist der Bauernhof. Schweine. Ui. Na denn, lass sie dir schmecken. Alle Viecher sind hier drauf. Elefanten. Ja. Dann lass sie dir schmecken, mein Okay, tschüss. Tschüss. Kein Problem, ich kann meins auch alleine aufpacken. Hier ist die 21. Kalte. Und Hashtag lauter loses Zeug. Ich halte. Kira-Mausi, müsst ihr hier ausschnuppeln? Findest du nichts drauf, oder? Nö. Mmh. Oh, das hat 6 Euro für dich. Hast du das gesehen, Kira? Bei mir hat das schon drauf gelegen. Ach, guck mal, Mensch, da ist ja noch ein Weihnachtsmann. Ja. Nee, mein Gepäck. Dann reißen wir das mal aus dem Päckchen.
ist schon wieder randvoll gefüllt. Ja, ein Ding. Ja. Jetzt ist los. Ein Mäusespeck. Die Kira muss auch bedient werden. So, noch ein Mäusespeck. Ein bisschen tiefer halten. Ein Mäusespeck. So, ja. Eine Kira-Schnute. Oh, ein Lebkuchenherz. Doch, die sind alle. Lass nicht denken, du sollst auspacken. Ein Mäusespeck. Ein Marzipanherz. Wir kippen das mal aus, Kira, nicht? Soweit es geht. Wir haben eine Lakritzschnecke. Ja. Ein Lebkuchenherz. Aha. Zwei Marzipan. Eine Marzipankartoffel. Noch so einen Schoko-Weihnachtsmann und zwei von diesen Schoko-Kränzen und eine leere Schnuckertüte. Vielen lieben Dank, mein lieber Ehemann. Es war wieder eine wunderschöne Zuckertüte. Ja. Und die Kira hat auch hier ein bisschen lecker gehabt, nicht? Ja. Das ist so süß. Ja, damit hätten wir jetzt also Türchen 21 offen. Also das Schmatzen, ja, das hat sie, das Frauchen hat ihr das nicht, hat ihr dabei gebracht, kann das nicht Schmatzen. Sein. Sie, Frauchen schmatzt zwar nicht, zumindest immer wenn ich mit bei bin, schmatze nicht, so weiß ich das nicht. Nein, aber sie schmatzt ja nicht, die Kira, nicht? Das ist so süß. Ja, und die kaut auch richtig auf. Ja, die schlingt das nicht weg, nee. Das stimmt. Was ich sehr ungewöhnlich finde für einen Hund. Keine Ahnung, woher das rührt. Ja. Aber ich kenne das halt bei Hunden einfach nur so eingeatmet weg. Ja. Und die Kira, die kaut das richtig. Ja. Nee, du genießt das, ja. Gott, ist das süß. So. Ja. Was sagst du denn zu dem Livestream, Uwe? Super, also mir hat Spaß gemacht. Dich mal zeigen, wenn du das erzählst. Ach so. Ja. Ja, mir hat Spaß gemacht. Du musst auch mal dran denken, dass du dich auch umdrehst, ne? Also, die Kamera, meine Gute. Ach so. Das Ding soll mich umdrehen. Ja, dass man dich auch mal sieht. Nicht denn, Kira, ne? Jetzt habe ich mich umgedreht, warum ich hier stehe. Weil die Mäusekins, die möchten ja auch uns sehen. Haben wir gestern hier. Ja, aber wenn du zum Beispiel Gassi-Videos machst. Die sehen ja auch immer, wenn wir da... Wenn du Gassi-Videos machst, musst du dich auch zeigen. Hab ich ja. Ja, machst du toll. Du machst das toll. Ja, also ich fand den Livestream super. Das schreit ja, einfach war nach. Interessant, doch. Hat doch Spaß gemacht. Das schreit einfach nach Wiederholung, finde ich jedenfalls. Oder was heute. Meint ihr? Genau. Heute? Nein, nicht heute. Aber vielleicht wirklich einmal im Monat, wie ich es gesagt habe. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Ja. Dir auch, Kira. Ja, Kira hatte ja auch Leckerchen, ne? Ja. Das ist ja im Prinzip wie Valium gewesen. Das Schweineohr. Da war die ja richtig mit beschäftigt. Ja. Und das hat sie nicht aufgeschafft, ne? Sie hat hier immer noch Schweineohren rumzuliegen. Okay. Da der Uwe gerade einkaufen war und noch den letzten Rest geholt hat, was wir denken, was uns gefehlt hat, werden wir jetzt einfach mal gemeinsam in die Küche gehen und das werden wir euch mal zeigen, was wir da noch geholt haben. Für einen Quatsch. Also, es gibt jetzt einen kleinen Netto-Haul. Da sind wir in der Küche und ich habe die ganzen Kleinigkeiten, die wir jetzt noch nachgeholt haben, wo wir denken, dass uns das gefehlt hat, auf dem Tisch verteilt und fange erstmal an mit was ganz unspektakulären. Fernsehzeitung. Wir gucken mal, die Nur TV ist ein 4-Wochen-Programm für 98 Cent. Reicht uns vollkommen aus. Wir gucken sowieso kaum Fernsehen, mal davon abgesehen. Aber der Uwe möchte mal gerne wissen, ob irgendwo Boxen kommt oder Formel 1 oder irgendwas. Ne? Das sind so für den lieben Ehemann so die wichtigen Termine.
Und ich möchte jetzt natürlich über die Feiertage auch wissen, wann kommt der kleine Lord? Das muss ja irgendwie jetzt heute, glaube ich, kommt ja auch Aschenputtel oder irgendwas. Keine Ahnung, ich muss noch mal gucken. Jetzt kommt erstmal Auspacken. Jetzt geht's weiter, ja. Das gehört doch zum Auspacken. Ja. Wir haben uns geholt 3-mal von diesen Aufbackbrötchen. Das ist das dritte. Für über die Feiertage, ne? Heiligabend, erster Tag, zweiter Tag. Damit wir da gut gewappnet sind, haben wir uns diese Aufbackbrötchen geholt. Dann brauchte ich noch ein Netz Zwiebeln. Ein paar habe ich zwar noch, aber ich weiß nicht, ob die reichen. Und da ist mir das lieber. Ich habe Vorrat da. Uwe hat für sich noch mitgenommen wieder so ein lecker, so ein Brotteig, Weizenmischbrot ist das, glaube ich. Ja. Oder Krustenbrot, riecht sehr, sehr lecker. Und für mich hat er, eigentlich ist es ja für uns beide, aber hauptsächlich ich esse dieses Brot, Roggenkraft. Genau. Davon haben wir einmal, zweimal, dreimal. Ich verhungere also nicht. Dann für den lieben Uwe, weil das ja so ein Schleckermäulchen ist. Nee. Und er noch nicht genug in seinem Adventskalender hat, hat er sich noch mitgenommen Kaffeekränze mit Hagelzucker. Die sind sehr lecker. Also wer Hagelzucker mag, kann die mal probieren. Dann hat er sich von Biscotteria Eierplätzchen mitgenommen. Kann man essen. Er mag die sehr gerne. Meint es nicht so. Mir sind die zu süß. Ich bin einfach Team Chips. Und was für eine geile Überleitung. Ja, ein Beutel Kartoffeln. Und noch ein Beutel Kartoffeln. Ach, und noch ein Beutel Kartoffeln. Auch hier sollte das ja wohl ein Weilchen reichen. Dann habe ich ja noch die Chips aus dem Adventskalender und alles. Ist ja auch noch da. Da haben wir noch für den kleinen, schnellen Imbiss Toastbrot. Ja, da kann man immer einiges machen. Da wir ja noch mal backen wollen, hat der Uwe auch noch mal... Moment. 4-mal Butter mitgebracht, wovon nicht alles fürs Backen drauf geht, sondern auch eins in die Butterglocke kommt für die Sonntagsbrötchen. Das schmeckt schon Butter irgendwie besser, finde ich. Für mich hat er mitgenommen Sprite. Und ihr seht gleich wofür, weil er für sich mitgenommen hat Bier. Ein Berliner Kindle. Davon, also er hat sich 4 Stück mitgenommen. 1, 2, 3. Ja, 4. Genau. Davon kriege ich 1 ab und ich mache mir da Radler raus. Oder ein gespritztes. Was ist denn das? Ein Radler oder ein gespritztes mit Sprite? Das spätet, würde ich sagen, oder? Ja, hier hupf wie Sprung. Ja. Haben wir alle? Ist gepuncht. Lecker ist das. Frauenbier, ne? Wie man so schön sagt. Also, Und ich weiß nicht mal, wie Berliner Kindl schmeckt. Er hat ja eigentlich gesagt, er holt Schultheißer. Ja. Ja, das war jetzt also der Netto-Haul. Mehr haben wir jetzt nicht mehr mitgenommen. Ich denke, ja, wir sollten alles haben für die Feiertage. Ja, ich hoffe doch. Wenn jetzt was fehlt, ja, mach ich ab. Dann fehlt's. Ja, genau. Jetzt ist wieder eine Gassi-Runde wieder fällig. Und unser Schneefüchschen ist auch da. Da ist er. So. Dann komm, Kira. Wetter ist super. Übrigens, gestern das Livestream hat richtig Spaß gemacht. Aber ich habe gehört, ich war ja nicht richtig zu hören. Nicht so richtig anwesend erzählt.
Und das war ich ja da. Aber war richtig. Hat Spaß gemacht. War mal was anderes. War gut. Kann man öfters machen. So, noch mal gucken, was der Hund macht. Wir haben ja leider nun hier die eine Ecke, wo wir mal laufen. Der andere ist alles zu weit. Und heute macht doch mein Kreuz nicht so richtig mit. Aber was soll jetzt. Der Hund muss runter und das reicht. Und ja, ich immer, Bewegung tut gut. Ja. Ja, noch ein bisschen laufen mit ihr und dann nach oben und dann mal sehen, was uns ja doch noch so bringt. Und die Vögelei ist unterwegs. Hört ihr das auch? Nee, wa? Ich aber. Und der Hund hat sich schön verfangen. Riecht jetzt in die äußerste Ecke. Komm mal, Tira. Komm. Oh, sie findet raus. Staunig, ja. Alle Wetter. So. Hier rennt sie immer neuerdings. Jetzt stauniger, dass sie so lange. Ah, du musst eine Spur wieder aufnehmen. Da jetzt flitzt sie. Es wird irgendwas Besonderes gibt. Nicht? Nur flitze, ruhig. Die Wiese überliebt sie über alle Tiere. Hier ist auch immer sehr gut zu Fuß. Ist das nicht herrlich? Ist das ein Bombenwetter wieder? Bombenwetter? Prima. Das Wetter. Aber es weiß ja keiner, dass wir Dezember haben. Laut Wetterbericht ist es Frühlingsanfang. Oder sagen wir mal so, nach dem Wetter ist es so. Frühlingsanfang. So. Wir sitzen wieder auf unserer Couch neben unserem Weihnachtsbaum. Das bedeutet, dass wir jetzt diesen Vlog beenden. Es fängt schon an zu dämmern. Ja. Und wir sind einfach fertig. Ja. Übrigens, gestern, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich glaube, das haben wir heute in dem Video schon 3 oder 4 Mal gesagt. War super. Ja, fand ich auch. Auch von mir, Däumchen hoch. Nein, ich mach keinen Flops. Nein. Mach ich nicht. Okay. Kira hat es auch gefallen. Die hat ihr Schweineohr genossen. Ja. Es war einfach richtig, richtig toll. Nur schade, dass halt meine Leitung so schwach ist. Oder woran auch immer das liegt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an YouTube, dass es halt blinkert. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Schade. Aber kann ich halt Equipment technisch nicht ändern, ne? Das ist halt geht nicht. Wir haben auch, ich vermute mal, es liegt auch an der sehr lahmen Leitung, ja, die wir haben, ja. Also ich lebe zwar in der Mutti-Stadt, aber die ist so nachschrittlich, was das Internet angeht. Das ist die auf dem Dorf.
schneller. Ja, fragt nicht nach Sonnenschein. Also wirklich, das ist nicht überall so, aber ausgerechnet in dem Haus, wo ich wohne, ist noch nicht mal das Glasfaserkabel in das Haus gelegt. Keine Ahnung. Also die Leitung wird halt nicht schneller. Ne? Wenn ihr aber mit den Blinkern klarkommt, dann wiederholen wir das auf jeden Fall. Ja. Also mir hat das auch sehr viel Freude gemacht. Also ich würde sagen, ihr müsst damit klarkommen. Genau. Ja. Wenn ihr uns sehen wollt, bleibt euch noch nicht weiter übrig. Mal schön voll erpresst hier. Nein, ist keine Erpressung, ist Tatsache. Aber wir wollen ja eigentlich das Video beenden und so, ja, künstlich in die Länge ziehen. Dann machen wir Schluss. Wir wollten halt einfach nur sagen, war wunderschön. Ebenso auch der heutige Tag, das 21. Türchen war richtig toll, Schatz. Ich danke dir, was du mir da wieder für lauter Schleckereien reingetan hast. Ich muss dir auch danken, sehr lecker wieder. Alles für die schlanke Figur. Ja. Also im Januar heißt erstmal abspecken, oder? Nee, du nicht. Oh Gott. Also ich glaube, ich habe Weihnachten noch nie so viel geschleckert wie mit diesem Adventskalender. Nee. Wir haben letztes Jahr gerade mal einen bunten Teller uns gemacht zum Heiligabend. Und das war alles, was wir an Schnuckerkram zu Weihnachten hatten. Und die sind ja, ich kann schon langsam alles ja nicht mehr sehen. Ich bin ja alt. Also, ja. Wenn das, na Gott sei Dank, das geht dabei zu Ende. Ja, aber was willst du sagen? Ich hab Hunger. Was? Das ist nicht dein Ernst? Ja, ich hab Hunger. Wir haben gerade gegessen, Leute. Nein, vielleicht ist der Uwe schwanger. Als bundesdeutsche Hausfrau, da fand ich das auch. Auf jeden Fall. Wir wollten das ja nicht so lange in der Länge ziehen. Nee, aber du fängst aber an mit, du hast Hunger und tralala. Ist ja auch egal. Wir bedanken uns dafür, dass ihr eingeschaltet habt, meine Herzchen. Fürs Teilen, Liken, tralala und Hopsasa, Däumchen hoch. Und ja, wenn ihr mögt, öffnen wir morgen das 22. Türchen auch wieder mit euch zusammen. Bis dahin, liebste Grüße, stay strong and positive, lasst euch von nichts und niemanden ärgern, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, tschüss, tschüss meine Lieben, bis morgen. Tschö. Schön mit euch. Morgen. Morgen, tschö. Bis morgen. So. Nach Aufstehen sehen wir uns. Ja. Genau. mach aus. Mach aus. Alexa? Alexa! Kamera ausschalten. Ja.